Die Feuerwehr wurde alarmiert, weil es im Stadtgebiet starke Niederschläge gegeben hat und sich diverse Einsatzstellen ergeben haben im Bereich Achim, Uesen und Baden. Das Einsatzspektrum belief sich darauf, dass wir diverse Keller haben, die vollgelaufen sind mit Wasser. Teilweise ist in den Häusern Strom ausgefallen und dann hatten wir noch zwei Einkaufszentren, bei denen das Lager und der Geschäftsbereich mit Niederschlagswasser vollgelaufen ist. Wir haben die Fahrzeuge so eingesetzt, dass wir in allen Bereichen Tauchpumpen zum Einsatz bekommen haben und die Nasssauger, um Wasserreste dann komplett zu entfernen. Neben Tauchpumpen und Nasssauger haben wir natürlich auch das Altherkömmliche mit eingesetzt, zum Beispiel Besen und Abzieher, um die Wasserreste aus Gebäuden hinauszubekommen. Also im Großen und Ganzen für die Niederschlagsmengen, die jetzt in den letzten Tagen runtergekommen sind, ist das hier im Stadtgebiet Achim eigentlich glimpflich abgelaufen, sodass größere Schäden verhindert werden konnten.